Ich würde definitiv sagen, dass man einfach für das Leben, wir möchten erfolgreich im Sport sein. Da bat ich genauso erfreut, wenn ich was gewinne wie ich selber. Wir möchten sportlich was erreichen, wir möchten uns persönlich weiterentwickeln und da haben wir genauso erfreut, wenn wir eine goldene Teekanne heimbringen oder einen Publikums-Award mitnehmen, dann weiß man, dass man am richtigen Weg ist. Da stimmt die Persönlichkeit, da stimmt das, wie man dann auch wahrgenommen wird in der Welt außen. Da habe ich vieles in Patrick zu verdanken, dass ich sage, ich stehe so in der Öffentlichkeit da, wie ich dastehe. Wenn ich nicht angehabt habe, der, was man gesagt hat, so tun wir nicht oder mir einfach den Weg vorzeigt. Aber ich habe das Glück gehabt und auch einfach mir entschlossen, den Weg zu gehen, gemeinsam mit dem Patti. Ich glaube, das macht es aus. Ich habe genauso, glaube ich, ein paar Sätze einmal gesagt, wo der Patti auch was für sich mitnehmen hat können. Und so begleiten wir uns gegenseitig einfach auf unsere Persönlichkeit. Und der Patti hat dann trotzdem nur die Hand über mein Kopf und entscheidet das ein bisschen. Und da bin ich sehr froh darüber. Man kann von jedem Menschen was lernen. Und das versuche ich die Jungs immer zu sagen. Egal wie alt, wie jung, Frau, Mann, völlig egal. Wenn man den Respekt hat, zuzuhören, wenn man den Respekt hat, gemeinsam auszutauschen. Und da hat der Jo absolut recht. Ich lerne ja von ihm auch. Und das ist eine Freude. Und dann muss ich irgendwie versuchen, den Überblick weiter zu behalten, dass wir halt in die richtige Richtung weiter marschieren. So. Und das, was uns verbindet, da ist sicher die Leidenschaft und die Freude daran, das zu machen. Ja, ich glaube, du beschreibst es gut mit der Freude. Wenn man gemeinsam mal irgendwo einfährt, dann tun wir das mit einem Lächeln meistens. Genau.